giorni fa, al suo posto torna a giocare invece. Allora, io tendenzialmente sceglievo il campo. Però quando Klum in internationales Geschäft, wir werden sicherlich im Laufe der 90 Minuten noch mal darüber Mertens wird Lautaro Barella Co. Ganz klar. Erst einmal über Ballbesitz. Das ist Young. Und das ist schon mal eine gute. Ja, wir sind jetzt hier. Ziehen sich alle erstmal hinter dich. Die dabei sein dürfen. Immerhin mal in Strafraumnähe gekommen. Ist gesehen. Und das ist Lozano. Gespielt auf Mertens. Und der Abschluss ist schlecht. Aber dann war es auch abseits. Ja. Gesehen habe, dass er brachte, denn das war ja ein Alles-oder-Nichts-Spiel und alles oder installiert hat und danach ging es dann verkurieren, vergleichen. Ein bisschen dieses Strafraumding, was ich bei Mertens angesprochen habe, kommt so aus dem. Petagna macht sich übrigens bereit und der ist dran. Jetzt kommt der Rückpass. Guter Angriff von Neapel und zwischen den Gegenspielern. Bastoni. Ist vorher passiert zu sein. Da ist das Tor. Oh, nein. Lautaro Martinez mit der ersten richtig guten Chance, nachdem wir gerade. Mario Rui. Lozano. Andanovic. Ist natürlich. Petagna war zuletzt für Gattuso immer. Zielinski. Barella. Sinje, um das irgendwie abzufangen aus. Lautaro Martinez. Wichtig, dass Diego Demme da sofort dabei war. Auch nicht sehr anstrengend, das zu verteidigen. Jetzt mal Gagliardini eingelaufen. Manolas war dran. Anspielen, Insigne. Oh. Schütze mich. Kayoko. Antania. Mario Rui. Manchmal hat man Sachen auf der Festplatte, die möchte man eigentlich löschen. Das ist gut. Die Flanke etwas zu lang, aber Rui ist da. In Aktion jetzt mal. Jetzt kommt Barella und das deutlich. Ja. In der Situation davor kann man durchaus laufen lassen, weil. Ja. Letztendlich. Das ist der Spitzname von Lozano, der wird da gleich angerufen. Brozovic auf den zweiten Pfosten, da wartet Jan. Und gut von Lautaro Martinez. Lozano kann auch abschließen, Petagna und der Abschluss. Boah. Philipp mitnimmt Insigne mal. Aus einer anderen fehlt einfach der Speed. Petagna, wo ist der Abschluss? Gut, die Flanke. Ospina. Wenn er da das Kommando bekommt, durchlassen von Ashley Young. Insigne, jetzt kommt der Antritt, abgefälscht. Ball von Manolas gegen Gagliardini, also dem Einwerfenden entgegen. Zielinski. Wer hält den richtig? Brozovic. Die Flanke passt, aber das war ein Schubser. Das war ein Schubser von Lautaro, glaube ich. Ja. Martinez. Ja. Ich musste darauf achten, okay.
eher der Kopf, der müde ist, und dann wird der Körper entsprechend auch, die einen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber Probleme haben irgendwie alle. Ach, links. Mit Young, keine Wechsel, den einen. Ja, es kommt kein Pressing zustande. Ich so ein bisschen in die Karten gespielt hat, dass er natürlich schon relativ. Was, Toni? So, jetzt. Petagna ist dran. Den Freistoß bringt. Nein. Oh, der ist heute bei Kuli. Ui. Gut aufgelegt. Ja. Also natürlich auch aus. Wir dürfen hier alles machen, nur nicht verlieren. Findet Young. Und das ist. Maradona ist da ganz groß gefragt. Du atmest schwer. Nee, ich überlege, ich überlege da, die Akkus voll aufzuladen. Insofern ist man. Gute Hereingabe. Durchaus Ideen mit rein. Bringt Lozano. Und den bringt er nicht rein. War abseits. Ja. Spiel, ein schnelles Umschaltspiel. Es wird Lozano. Oh, ist klar, wohin der Ball soll, kommt er aber auch dahin. Gut gesehen, Zielinski. Und der ist nicht drin, ganz stark. Super Möglichkeit für Napoli. Auch bis. Ja, der geht noch weiter. So, jetzt ist da. Koulibaly. Und da kommt. Wow, Elfmeter. Elfmeter. Damian, der da für Inter. Und er schafft's. 1:0. Das erste Mal, dass er überhaupt zum Schuss kam. In jedem Zweikampf zweiter Sieger. Aber jetzt eben das 1:0. Aber was noch viel schwerwiegender ist. Ich meine, Conte und Co. Damian. Foulspiel, ja klar, von Koulibaly. Den Sini da gemacht hat, auch als Kapitän. Jetzt schauen wir mal auf diesen Koulibaly. Sano, es geht weiter. Und der ist nicht drin. Di Lorenzo. Nein, Pe.